eines kalten Herbsttages bekommt Martin den Auftrag, eine Botschaft in die nächste Stadt zu bringen. Was für ein kalter Tag! Was für ein kalter Tag! Man bringe mir mein Pferd! Man bringe mir mein Pferd! Rasch, ich muss los! Rasch, ich muss los! Martin reitet auf seinem Pferd. Es schneit. Martin trägt einen Helm und hat ein Schwert bei sich. Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht. Martin hat einen warmen roten Mantel. Er hüllt sich fest damit ein. Am Stadttor sitzt ein armer Mann im Stehen, der kein Zuhause hat. Er ist ein Bettler. Er friert. Er hat Hunger. Er ist in Luft gekleidet. Der Bettler ruft: Helf mir! Helf mir! Ich hab's so kalt! Ich hab's so kalt! Und Hunger hab ich auch! Und Hunger hab ich auch! Viele Menschen gehen vorüber. Einer findet kein Geld, jemand nimmt einfach ab, andere ducken gar nicht hin. Der Bettler denkt: Sie geht einfach vorbei! Sie geht einfach vorbei! Sie wollen mich nicht sehen! Sie wollen mich nicht sehen! Menschen können so hart sein! Menschen können so hart sein! Dann kommt Martin. Martin hält die Zügel ab. Er bleibt beim Bettler stehen. Martin spricht: Hier ist sicher kalt! Hier ist sicher kalt! Hier muss geholfen werden! Hier muss geholfen werden! Mach da eine Idee! Ich hab eine Idee. Martin zieht sein Schwert und teilt den dicken, roten Mantel in zwei Teile. Er gibt den Bettler. Der Bettler ist froh und möchte Martin danken. Der Bettler spricht. Hab Dank, Römer! Hab Dank, Römer! Jetzt muss ich nicht verfrieren! Jetzt muss ich nicht verfrieren! Gott segne dich! Gott segne dich! Martin ist von davon geritten. Er beschließt, nicht mehr Soldat zu sein. Martin legt sein Schwert ab. Er legt seinen Helm ab. Er will den Menschen Gutes tun. Er will der Kirche dienen. Martin wurde Bischof und hat vielen Menschen geholfen. Deshalb feiern wir heute noch das St. Martinsfest und sind eingeladen zu feiern. Und noch ein geschichtlicher Einwand sei mir kurz erlaubt. Durchaus glaubhaft ist, worüber sich aber nur spekulieren lässt, weil es militärischem Denken entspricht. Außer dem Spott seiner Mitmenschen habe Martin auch noch eine Arreststrafe seitens seiner Vorgesetzten hinnehmen müssen. 3 Tage Haft wegen mutwilliger Beschädigung von Militäreigentum. Thank you.